Herzlich willkommen, ich bin Tobias von Yoga Privé und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Namaste! Wir werden in dieser Yoga-Klasse die Hüftgelenke besonders mobilisieren. Das sind eine der großen Gelenke unseres Körpers, neben den Kniegelenken. Und jede Bewegung, die die Beine machen, stammt aus den Hüftgelenken. Also wenn wir gehen im Alltag, wenn wir Fahrrad fahren, Treppen steigen, uns hinsetzen oder aufstehen oder was auch immer machen, immer wenn die Beine beteiligt sind, sind die Hüftgelenke aktiv. Und diese Yoga-Praxis möchte den Hüftgelenken ein geschmeidiges, weiches Bewegungsgefühl schenken, sodass du davon im Alltag profitieren kannst. Wir werden im Mittelpunkt der Stunde auch in die endgradigen Gelenkstellungen der Hüfte gehen. Das meint im Grunde, dass wir den vollen Bewegungsradius auskosten oder ausnutzen werden. Denn jedes Gelenk hat ja einen bestimmten Bewegungsgrad, in dem man es beugen und strecken kann beispielsweise. Und endgradig bedeutet, in das Maximum dessen zu gehen, was im Gelenk selbst oder für das Gelenk möglich ist. Und das ist etwas sehr Vorteilhaftes, denn nur das, dieses maximale Bewegen der Gelenke, ermöglicht uns auch über die nächsten Jahre hinweg die Bewegungsvielfalt unserer Gelenkstrukturen und unseres Körpers, seine Bewegungen zu erhalten. Achte trotzdem bitte darauf, dass du besonders im Mittelpunkt der Stunde, wenn wir in die Position der Taube gehen, dich in den Gelenken wohlfühlst. Wenn es irgendwie immer nur noch zu fest wird, dann bist du ein bisschen zu weit, dann bleib da geschmeidig, schick immer wieder kleine Bewegungen hin und justier nach, sodass es trotz der Intensität für dich passt. Und allgemein darf diese Bewegungspraxis auch durchaus ja, lebendig, vital und geschmeidig sein und fließend werden. In dem Sinne wünsche ich dir einen guten Bewegungsfluss durch die Stunde hindurch, freue mich, dass du mitmachst. Lass uns jetzt beginnen und die Matte ausrollen. So, Hilfsmittel brauchst du für die Praxis übrigens keine besonderen. Und was jetzt auf uns wartet, ist erstmal eine kleine Sequenz im Liegen, da wir da die Beine und Hüftgelenke besonders gut bewegen können und gehen dann Schritt für Schritt weiter durch allgemeine Bewegungen hindurch für den gesamten Körper und dann wieder spezifischer in die Hüftgelenke, werden sie nochmal aktivieren, durchbewegen und gehen dann in Kapotasana, in die Taube als Höhepunkt dieser Stunde. Wir beginnen also in der Rückenlage. Ja, wenn du hier ankommst, dann stell die Füße bitte vor deinem Becken auf. Bitte dich einmal die Beine ganz locker auszuschütteln, sodass du einen großen Teil der Muskelspannung aus den Beinen herausschütteln kannst. Probiere ruhig viele Techniken aus. Gerne nochmal die Beine in die Luft schütteln oder am Boden ausschütteln. Gut, wenn du die Beine gut durchgeschüttelt hast, dann stell die Füße bitte wieder zurück. Dann heb dein Becken ein Stück nach oben und schüttel das auch mal ganz locker aus. Das kann so rechts, links dann hoch und runter federn, sodass du das Gefühl hast, dass die Mitte deines Körpers sehr schön mobilisiert wird und durchbewegt wird. Gut, und wenn dir das dann passt, dann senk dein Becken wieder zur Erde zurück und greif dir beide Knie, zieh sie einmal an den Oberkörper, greif die Knie separat, sodass jede Hand ihr Knie greifen kann, bring dann die großen Zehen zueinander und öffne die Knie nach außen, mach einen großen Halbkreis über die Seite nach vorn, bring hier vorne die Knie wieder zueinander, zieh sie geschlossen zurück an den Brustkorb. Einatmend, die Knie über die Seiten nach vorn kreisen, dort zusammenbringen. Ausatmend, geschlossen wieder zum Brustkorb ziehen. Und das ein paar Mal. Das ist eine sehr schöne, weiche Bewegung, wenn du sie so in dieser Qualität entstehen lässt. Und sie ist aus den Hüftgelenken initiiert. Genau da kannst du die Bewegung spüren. Und machen wir mal diesen großen Bogen. Und wenn du dann die Knie wieder zum Brustkorb geführt hast, dann löse auf und stell die Füße wieder auf. Leg die Arme neben dir an die Unterlage ab. Leg dein linkes Bein zur Erde und zieh das rechte Knie ein Stück heran. Brauchst du es aber gar nicht greifen. Und dann mal kleine Kreise mit dem rechten Knie in die Luft. Ja, beginn klein zu kreisen. Und dann immer größer zu werden, immer größer.
Lass ruhig dein Becken mitschwingen. Und nimm die Bewegung wahr, die die Hüfte hier macht. Das rechte Hüftgelenk, es kreist, also es rotiert. Und manchmal knackt da was im Hüftgelenk, manchmal rumpelt was. Das ist durchaus normal, oft auch immer in der gleichen Position. Da kannst du das ein bisschen anders gestalten, dass es ein bisschen weniger wird, wenn es dich stört. Und mal ganz groß diesen Bogen machen, so richtig groß, auch nach rechts und links, ganz weit. Und dann kreis anders herum. Mal ganz groß, maximal groß kreisen. Und dann wird wieder kleiner mit den Bewegungen. Immer kleiner, bis du wieder zur Mitte angekommen bist. Das war die Rotationsbewegung des Hüftgelenks. Jetzt eine andere Bewegung, die Auswärtsrotation oder Außenrotation. Bring dafür bitte die rechte Hand an dein Knie, dann die linke Hand an den Fuß und dreh den Unterschenkel so, dass er parallel zu dir zeigt, also Knie nach rechts, Fuß nach links zeigt. Das ist die sogenannte Außenrotation des Hüftgelenks. Da kannst du jetzt um das Gelenk herum wahrscheinlich Muskeldehnungen spüren. Finde hier Bewegungen, also mal mit dem Knie weiter nach rechts, mal mit dem Fuß nach links, vielleicht sogar den Fuß mal links aufsetzen. Dann merkst du sicherlich ganz viele Fasern, die sich jetzt dehnen, die so ein bisschen gezogen werden dürfen. Such das ganz neugierig. Such Fasern, die sich ein bisschen dehnen und ziehen dürfen. Du kannst auch den gesamten Unterschenkel weiter heranziehen oder weiter wegbringen, also auch in diese Bewegungsachse gehen. Gut, jetzt stell den linken Fuß auf und da ist ganz automatisch der rechte Außenknöchel am Oberschenkel oder am linken Knie angelegt. Jetzt greif einmal mit beiden Händen zum linken Knie, der rechten Hand unter dem rechten Unterschenkel hindurch, immer das Knie greifen. Wenn du den Kopf hier nicht bequem ablegen kannst, dann nimm bitte ein Kissen. Wenn es zu intensiv ist, dann greif einfach nur die Kniekehle, das macht es ein bisschen schöner. Also schau mal, wo du jetzt bist. Dann zieh den linken Oberschenkel zu dir heran und schieb mit dem rechten Ellenbogen das rechte Knie so ein bisschen weiter nach vorn, von dir weg. Nimm die Dehnung wahr, die hier entsteht, im rechten Hüftbereich. Atme dahin. Und verharre nicht, such immer mit kleinen Bewegungen eine kleine Veränderung. Such neue Fasern, die sich mal ziehen und strecken dürfen. Okay, dann löst bitte wieder auf, stell beide Füße auf, vergleich dann rechts mit links. Dann leg dein rechtes Bein zur Erde und zieh das linke Knie heran an den Brustkorb, ohne es zu greifen, das Knie. Und mal erstmal so kleine Kreise mit dem Knie in die Luft. Beginn erstmal klein und werde dann immer größer. Und was durchaus sein kann, was auch für die Hüftgelenke normal ist, dass die eine Seite sich anders anfühlt als die andere. Vielleicht von der Bewegungsqualität oder vom Ausmaß der Beweglichkeit oder von Geräuschen, die entstehen. Das ist normal, dass die eine Seite anders ist als die andere. Das geht uns allen so. Also respektiere das, was hier möglich ist und versuch das Maximum zu ergründen. Maximal groß kreisen. Und dann beginnen anders herum zu kreisen, auch hier nochmal ganz groß, so groß es geht. Und werde dann immer wieder kleiner mit den Kreisen, also verringere den Durchmesser, bis du letztlich wieder die Bewegung ausklingst.
bis du in der Mitte angekommen bist. Okay, jetzt die Außenrotation. Die linke Hand an das Knie, rechte Hand an den Fuß, Unterschenkel dreht parallel zu dir. Such hier neugierig mit Bewegungen, Fasern um das linke Hüftgelenk herum, die sich ein bisschen dehnen und ziehen dürfen. Also du kannst den Fuß nach rechts bringen, das Knie nach links bringen. Du kannst den Abstand des Unterschenkels zum Oberkörper verändern. Und mal so ganz neugierig suchen, was hier möglich ist. Jetzt stell den rechten Fuß auf und leg den linken Außenknöchel gegen den rechten Oberschenkel oder gegen das Knie. Greif dir mit beiden Händen das rechte Knie oder die Kniekehle, je nachdem, wie es für dich am besten ist. Den Kopf weich zurücklegen und dann zieh das rechte Knie zu dir heran und schieb das linke ein Stück von dir weg. Spür die Dehnung im linken Hüftbereich und so mit kleinen, neugierigen Bewegungen Veränderungen oder Variationen aus, um andere Bereiche zu aktivieren. Also fahre nicht, warte nicht, sondern sei lebendig, sei fließend. Lass die Atmung auch frei fließen. Gut, und dann löst wieder auf, stell beide Füße auf, schüttel die Beine locker aus und heb nochmal für einen Moment das Becken etwas ab, um es auch nochmal auszuschütteln in der Luft. Gut, dann komm mit dem Becken wieder zurück, greif mit beiden Händen dein linkes Knie, streck das rechte Bein nach oben aus und bau Schwung auf, schwing dich bitte hoch. Kommen über den Sitz in den Vierfüßler. Wir machen hier jetzt weiter, gehen jetzt in eine allgemeine Bewegung des gesamten Körpers und da bitte ich dich mal so ganz freie, schlängelnde Bewegungen zu genießen. Also auch den Rücken und die Schultern und den Nacken an der Bewegung teilhaben zu lassen. Auch da sind ganz viele Gelenke, ja, die Wirbelsäule ist mit Facettengelenken untereinander verknüpft. Die Schultergelenke dürfen sich bewegen. Ruhig einmal die Kiefergelenke bewegen. Ja, sodass du insgesamt ein weiches, geschmeidiges Gefühl bekommst. Nimm das mit in den abwärts schauenden Hund. Auch hier mal so ganz weich und lebendig durchbewegen. Da sind jetzt auch die Fußgelenke beteiligt, wenn du auf der Stelle läufst. Da sind die Knie beteiligt, die Hüftgelenke auch. Lass da gerne dein Becken ein bisschen weiter nach rechts und links schwingen. Oh, dann lass die Bewegung wieder ausklingen. Mal den Kopf ganz locker schwingen lassen. Der Atmung Raum geben und dann roll dich nach vorn in den hohen Liegestütz und leg dich langsam zur Erde ab. Gut, roll die Schultern weich zurück und dann schlängel dich hier mal nach rechts und links, bitte. So stell dir auch so schöne fließende, schwingende Bewegungen vor im Oberkörper. Und dann drück die rechte Hand nach unten, schraub dich nach rechts auf, der Blick Richtung Schulter. Atme aus, leg dich wieder zur Mitte zurück. Einatmen, links aufschrauben. Ausatmen zur Mitte zurück und nochmal beide Seiten einmal noch nach rechts hochkommen und wieder ablegen und nochmal nach links auftauchen, den Rücken verschrauben und dann wieder zurückkommen. Nochmal beide Schultern zurück, Steißbein zurück, zieh dich nach vorne hoch in die Cobra und komm zurück in den abwärts schauenden Hund. So, dann lauf wieder auf der Stelle, so nochmal so ganz viele schöne Bewegungsmöglichkeiten aus. Und lass sie peu à peu kleiner werden, bis du zur Ruhe kommst. Zwar äußerlich statisch, aber doch innerlich lebendig. Ja, nicht verharren, sondern der Atmung Raum geben. Dann drück die rechte Hand nach unten, heb dein rechtes Bein nach oben, schieb die Ferse weit weg
Und jetzt hebt die rechte Hüfte über die linke an. Lass das rechte Bein gestreckt. Wenn du zum linken Knie schaust, dann dreh das linke Bein so, dass das Knie wieder nach vorn zeigt zu dir und nicht nach rechts. Knie nach vorn, ist eine Außenrotation im Hüftgelenk. Rechtes Bein ein bisschen höher heben, nochmal einatmen und ausatmen, rechten Fuß nach vorn zwischen die Hände schwingen. Dreh dein hinteres, das linke Bein bitte auswärts, sodass die Ferse sich nach innen setzen kann. Wenn du das Gefühl hast, dass die Außenkante nicht so gut zum Boden kommt oder dass hier am Außenknöchel sehr zieht, dann hol den Fuß ein Stück zu dir heran. Bring die rechte Hand an die Innenseite des rechten Fußes. Beug dein vorderes Knie, lehne es so gefühlt ein Stück nach außen, also weg vom Arm, nach außen an. Und jetzt wander bitte mit beiden Händen so 2, 3, 4 Handbreit nach links. Mal das rechte Knie nicht mitnehmen, sondern nochmal nach außen schieben und anwinkeln. Das kannst du gut in der Innenseite des linken Oberschenkels die Dehnung spüren. Das ist die Adduktorenmuskelgruppe, die die Beine zusammendrücken kann. Jetzt dehnen wir sie. Auch hier bleibt in kleinen Mikrobewegungen, wird nicht zu fest. Wander, wenn du weitergehen möchtest, mit den Händen nach vorn und mit einem langen Oberkörper den Brustkorb weich nach unten schmelzen lassen zu können. Mal tief in die Dehnung atmen. Und dann komm bitte wieder zurück, unter die Schultern, die Hände nach vorn, hintere Ferse wieder aufstellen, Schritt zurück, abwärts schauender Hund. Mal bewegen, Spannung loslassen, einatmend in den hohen Liegestütz, ausatmend in die Bauchlage, einatmend in die Kobra, ausatmend in den abwärts schauenden Hund. Die linke Hand nach unten drücken, dein linkes Bein hochheben, Ferse weit wegschieben. Jetzt die linke Hüfte über die rechte anheben. Links über rechts. Mein rechtes Bein so orientieren, dass das Knie wieder zu dir zeigt und nicht nach links innen. Linke Hüfte aufdrehen und linkes Bein ein bisschen höher heben. Nochmal durchatmen und im Ausatmen den Fuß nach vorn schwingen. Rechtes Bein auswärts rotieren, die Ferse absetzen. Finde eine gute Position mit dem rechten Fuß. Die linke Hand nach innen. Jetzt schon mal das Knie ein bisschen nach außen lehnen und anbeugen und die Dehnung wahrnehmen im Leistenbereich. Ein paar Handbreit jetzt nach rechts wandern. Und nochmal das linke Knie nach außen führen und gut anbeugen. Becken sinkt tiefer. Auch hier, wenn du magst, dann krabbel mit den Händen weiter weg, der Rücken wird lang, der Brustkorb schmilzt weich, etwas tiefer. Gib der Atmung Raum. Verharre nicht, sondern bleib mit kleinen Mikrobewegungen lebendig. Und komm dann wieder zurück unter die Schultern. Zurück nach vorn, linke Hand nach außen, hinteren Fuß wieder aufstellen, Schritt zurück, abwärts schauender Hund. Mal in die Bewegung kommen. Dann in den Katzenbuckel gleiten, zum Pferderücken kommen und zum Kindern tauchen. Aber hier tief durchatmen, dann nochmal die Handgelenke verwöhnen und bewegen. Und dann krabbel mit den Händen nach vorn, schieb gleichzeitig dein Gesäß nach hinten Richtung Fersen. Einatmen in den Katzenbuckel, den Pferderücken, ausatmen in den abwärts schauenden Hund. Einatmen in den hohen Liegestütz, ausatmen in die Bauchlage gleiten. Einatmen in die Kobra erheben, ausatmen in den abwärts schauenden Hund zurückkommen. Das ist das rechte Bein nach oben heben, heb die rechte Hüfte über die linke hoch, mein linkes Bein auswärts drehen. Jetzt bitte dein rechtes Knie anbeugen, dann zeigt der Fuß weiter nach links, schiebt ihn ein bisschen weiter nach links weg. Immer das rechte Knie ein bisschen höher, lass die rechte Seite atmen. Und schwing den Fuß nach vorn. Gut, jetzt komm bitte mit dem rechten Fuß ein bisschen mehr zur Mitte der Yogamatte. Ein bisschen mehr nach innen. Rechte Hand ein bisschen weiter vor, linke auch. Und jetzt lässt du dein rechtes Knie nach rechts außen sinken. Kommst also auf die Außenkante des rechten Fußes. Und derweil kann das Becken ein wenig tiefer nach unten sinken. Knie sinkt nach rechts außen, Becken nach unten. Auch hier nicht verharren, sondern so kleine Mikrobewegungen machen. Mal spüren, wo du was hier dehnst, was hier geschieht.
der Atmung Raum. Und dann komm wieder zurück mit dem Knie. Den rechten Fuß wieder ein Stück nach außen bringen. Nochmal einen Schritt zurück. Abwärts schauender Hund. Hebt das linke Bein hoch, schiebt die Ferse weg. Die linke Hüfte über die rechte hoch. Rechtes Bein rotiert auswärts, Knie zeigt nach vorn. Jetzt dein linkes Knie anbeugen. Fuß zeigt nach rechts. Schiebt ihn ein bisschen weiter nach rechts weg. Linke Seite dehnt sich. Hebt das linke Knie ein bisschen höher. Nochmal tief atmen. Und den Fuß nach vorn schwingen. Auch hier bitte in die Mitte der Matte mit dem Fuß krabbeln. Die Hände ein bisschen weiter nach vorn. Jetzt kann das linke Knie nach außen sinken und der Fuß kommt auf die Außenkante. Mit kleinen Bewegungen arbeiten, die Höhe des Beckens variieren. Mit dem Knie ganz angenehm nach außen fließen. Dehnungen wahrnehmen im linken Hüftbereich. Und stell dir vor, dass das Becken mit der Ausatmung ein bisschen weicher wird und nach unten schmelzen kann. Gut, dann komm bitte wieder zurück. Linke Fuß wieder nach außen. Nochmal Schritt zurück. Abwärts schauender Hund. In die Bewegung fließen. Einatmend in den Vinyasa. Hoher Liegestütz. Ausatmend in die Bauchlage gleiten. Einatmend in die Rückbeuge auftauchen. Ausatmend in den abwärts schauenden Hund. Einatmend in den Katzenbuckel. Den Pferderücken. Ausatmend zum Kind. Einatmend wieder hoch. Der Katzenbuckel. Der Pferderücken, ausatmen der abwärts schauende Hund. Das rechte Bein hochheben, die rechte Hüfte über die linke stapeln, rechtes Knie anbeugen, Fuß zeigt nach links, schiebt ein bisschen weiter dahin. Wenn du möchtest, dann drück die rechte Hand, die linke Hand mehr in den Boden, zieh die rechte Hand auf die Fingerkuppen und schau mal unter der rechten Achsel hinweg. Atme tief in die rechte Flanke. Dann bring den Blick nach vorn Richtung Hände und jetzt, Achtung, kleine Veränderung, dein rechtes Knie zwischen den Händen nach vorn ablegen. Rechtes Knie nach vorn und ablegen. Gut, jetzt sind wir auf dem Weg in die Taube. Wenn du zum linken Bein schaust, dann orientier das parallel zur Mattenkante. Und du kannst den hinteren Fuß gerne aufstellen oder ablegen. Eines ist schöner. Oder auch gewohnter, nach deiner gewohnte Position. Und jetzt führ bitte dein rechtes Knie ein Stück nach rechts außen, Richtung Mattenrand. Gut, jetzt der rechte Fuß wandert damit etwas mehr Richtung linke Hüfte. Das ist jetzt die Außenrotation im rechten Hüftgelenk, nachdem es schon angebeugt, also flektiert ist und abduziert ist. Also sehr viel, was wir machen im rechten Hüftgelenk hier schon. Und beide Gelenke, Hüftgelenk und rechtes Kniegelenk, geben dir einen guten Eindruck, wo es für dich gut ist oder wo du ein bisschen zu weit gegangen bist. Respektiere also immer das, was jetzt auf der Seite möglich ist. Du könntest hier bleiben, das Becken etwas tiefer erden oder mit dem rechten Fuß ein bisschen weiter Richtung linke Hand kommen. Wenn du sehr flexibel in den Hüftgelenken bist, dann wäre das Maximum, mit dem rechten Unterschenkel parallel vor dir anzukommen. Ist gut. Die Frage, ob du den rechten Fuß anwinkeln oder lang machen sollst, ist eher eine Frage des Gefühls im rechten Knie. Ich mag es beispielsweise nicht, den Fuß ganz anzuwinkeln, weil das mein Knie klemmt. Ich lasse ihn eher so ein bisschen länger, den Fuß. Und das ist für das Knie kein Problem. Das macht dir eine kleine Außenrotation, aber das kann das Kniegelenk. Das ist gut. Und sofern es sich gut anfühlt, bist du da richtig, wo es dir passt. So, lass uns mal das Becken justieren. Linke Hüfte nach vorn ziehen, rechte nach hinten schieben. Und dann lass beide Hüftgelenke schwerer werden, das Becken nach unten sinken. Mal linke Hüfte nach vorn sinken lassen, rechte nach hinten sinken lassen. Atmen. Und es gibt viele Wege im Yoga, um bestimmte Dinge auch zu intensivieren. Ein Weg wäre beispielsweise, jetzt auf die Unterarme zu kommen. Schau mal, wie es hier für dich passt.
Noch ein Schritt weiter wäre, dich jetzt lang abzulegen mit der Stirn Richtung Erde. Also schau einfach, wo du jetzt sein möchtest. Du bist da richtig, wo du eine intensive dehnende Erfahrung im rechten Hüftbereich machst, aber das Gefühl hast, dass du noch lebendig bist, dass du noch kleine, ja, so kleine Bewegungen machen kannst zum Wohlfühlen und nicht einfach nur ausharrst und alles nur noch fester wird. Das ist ein Zeichen, dass du zu viel machst. So, bleib lebendig. Gib der Atmung Raum. Und dann komm langsam wieder zurück, richte dich auf die Hände, jetzt ganz in Ruhe den rechten Fuß wieder ein Stück für Stück zurück unter die rechte Hüfte bringen. Und rechtes Knie wieder zurück. Und jetzt braucht es ein bisschen Zeit, damit das Gelenk wieder zurückkommen kann. Also lass dir Zeit, extra viel Zeit für den abwärts schauenden Hund. Ganz langsam dahin kommen. Dann such dir die ersten Wohlfühlbewegungen aus, die es hier braucht, die es wirklich deutlich braucht. Alles mal durchbewegen, lebendig werden. Du kannst das auch im Vierfüßler machen, das ist ein bisschen schöner und sanfter. Oder durch ein Vinyasa fließen, also einatmend über den Liegestütz nach vorn, ausatmend zur Bauchlage, einatmend zur Rückenbeuge. Und dann komm bitte wieder zurück in den abwärts schauenden Hund. Bitte dich nochmal, rechtes Bein anzuheben, Hüfte aufzudrehen, rechtes Knie anzubeugen, Fuß nach links zu schieben, auf die rechten Fingerkuppen zu kommen bei Bedarf, nochmal die rechte Seite atmen lassen und jetzt ziehst du das Knie zum Brustkorb nach vorn und legst es noch einmal ab, noch einmal die gleiche Seite, same, same, but different, rechtes Knie ein Stück nach außen, rechter Fuß wieder Richtung linke Hüfte, der linke Hand wandern lassen. Hinteres Bein lang und parallel zur langen Mattenkante ablegen. Linke Hüfte nach vorn ziehen und senken. Rechte Hüfte nach hinten schieben und senken. Und das Becken insgesamt, lass es schwer werden. Aber ganz schwer. Jetzt wander bitte mit beiden Händen nach rechts, sodass du über dem rechten Knie ankommst mit dem Brustkorb. Einatmen, richte dich nach oben auf. Ausatmen, mit ganz langem Rücken nach vorn runterkommen, auf das rechte Knie. Einatmen, roll dich wieder nach oben, ganz frei, ganz geschmeidig, bis du dich aufrichtest. Ausatmen, langer Rücken, zieh dich nach vorn und leg dich zur Erde. Einatmen, hochrollen, ganz geschmeidig. Ausatmen, ablegen und noch zwei Runden, zwei ganz weiche Runden im Atemfluss. Wenn du das nächste Mal nach unten gekommen bist, dann gehen wir noch in eine Drehung jetzt hier, also verschrauben auch noch den Oberkörper und dessen Gelenke, den linken Ellenbogen vor das Knie oder rechts neben das Knie, je nachdem, was hier möglich ist, aufsetzen. Die rechte Hand von oben in die linke Handfläche legen, dass wir nochmal nach unten schwer werden, eine Basis finden. Dann drückt die rechte Hand von oben in die linke, drehe ich langsam nach rechts auf. Und keine Sorge, wenn du es mal nach hinten umfällst, ist nicht wild, der Boden ist ganz nah. Lass dich atmen. Und gib in all dieser Intensität immer wieder ein bisschen nach. Immer etwas weicher werden und genüsslicher. Lass die Atmung in den Beckenraum fließen. Und dann löst langsam wieder auf, wieder die Hände aufsetzen, dich aufrichten, zur Mitte der Matte wandern und wieder ganz langsam in Zeitlupe zurück zum abwärts schauenden Hund. Immer so wunderschöne Bewegungen genießen, einmal den Unterschied wahrnehmen zwischen rechts und links. Dann komm für einen Moment in den Vierfüßler, auch hier bewegen, räkeln, verwöhnen, kurze Zwischenstopp im Kind. Und kann der gesamte rechte Hüftbereich sich entspannen,
Spürst du wahrscheinlich noch Überdehnungen jetzt im hinteren Bereich, also tiefer Gesäßmuskel. Mal atmen. Und wir probieren das für die zweite Seite. Einatmen, schwing dich hoch, der Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen, abwärts schauender Hund, der kleine Vinyasa. Einatmen, in den Liegestütz fließen. Ausatmen, ablegen nach unten. Einatmen, in die Kobra auftauchen. Ausatmen zum abwärts schauenden Hund. Linke Hand nach unten drücken, linkes Bein hochschieben, die Ferse wegschieben. Linke Hüfte über die rechte hoch, rechtes Bein hält dagegen, dreht auswärts. Linkes Knie anbeugen, den Fuß ein bisschen weiter nach rechts schieben. Nach rechts, 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 rechts. Nochmal tief durchatmen. Wenn du möchtest, rechte Hand mehr in den Boden drücken, linke Hand auf die Fingerkuppen, mal unter der linken Achsel durchschauen, atmen, genießen. Und dann das Knie nach vorn Richtung Hände. Ganz langsam Knie nach vorn ziehen und sanft ablegen. Kurzer Blick zum rechten Bein. Bring das parallel zur langen Mattenkante. Hinteren Fuß entweder wieder aufstellen oder ablegen. Eins von beiden ist das Schönere. Dann mit dem Wissen, dass Seiten, besonders die Hüftgelenke, rechts und links deutlich unterschiedlich sein können. Hier achtsam in die Möglichkeiten gehen, die du hast. Wir beginnen, rechtes Knie einmal ablegen, linkes Knie nach außen ziehen. Der linke Fuß wandert Richtung rechte Hüfte oder darüber hinaus ein bisschen weiter Richtung rechte Hand. Und zwei Gelenke geben dir eine Info, ob du gut bist, wo du bist. Das ist das linke Hüftgelenk und dein linkes Knie. Mach also, dass es für beide passt. Maximal wäre, den Unterschenkel parallel nach vorn zu bringen. Aber es ist für jeden von uns anders, auch an den Seiten, auch an den Tagen. So, linker Fuß nicht ganz angewinkelt, nicht ganz lang gelegt, vielleicht eher so ein Mittelding. Dann zieh die rechte Hüfte nach vorn und lass sie sinken. Schieb die linke Hüfte nach hinten und lass sie sinken. Ja, mal rechts nach vorn ziehen, links nach hinten schieben. Und das Becken insgesamt schwerer werden lassen, so richtig schwer, ja, mit der Ausatmung. Lass das Becken sich setzen dürfen, ganz satt. Entweder bleibst du hier auf den Händen, richtest dich auf im Oberkörper. Oder kommst mal im Laufe der Zeit etwas tiefer, vielleicht auf die Unterarme. Mal zu schauen, wie sich das hier anfühlt. Bleib lebendig, nutz immer wieder kleine Justierbewegungen. So nicht ausharren, nicht warten, bis es vorbei ist, sondern auch in dieser Intensität lebendig bleiben und selbstbestimmt bleiben. Nächster Schritt wäre, dich noch abzulegen, auch mit der Stirn. Schick die Atmung in den Beckenraum und dort in die Dehnung, die du spürst. Und wir lösen das Schritt für Schritt erstmal wieder auf. Komm bitte wieder auf die Hände nach oben, aufgestützt. Dann den linken Fuß peu à peu Richtung linke Hüfte zurückwandern lassen. Linkes Knie wieder ein Stück nach innen versetzen und dann mit Zeit und Ruhe der Weg zurück zum abwärts schauenden Hund. Komm hier in die Bewegungen, die es braucht. Schön groß, schön einladend, schön geschmeidig. Ein kleiner Vinyasa, einatmen in den Liegestütz, ausatmen in die Bauchlage, einatmen in die Kobra. Ausatmen in den abwärts schauenden Hund. Jetzt das linke Bein nochmal hochschieben, die Hüfte aufdrehen, links über rechts, linkes Knie anbeugen, den Fuß nach rechts schieben, rechte Hand erden, linke Hand eventuell nochmal auf die Fingerkuppen, tief atmen, die linke Seite. Jetzt zieh dein Knie zum Brustkorb nach vorn und leg es langsam zwischen den Händen ab. So, wieder rechtes Bein nach hinten, parallel zur langen Matte. Rechtes Knie absetzen, Fuß entweder aufstellen oder ablegen. Linkes Knie wieder ein Stück nach außen. Linker Fuß Richtung rechte Hüfte oder rechte Hand. Irgendwo dahin, das kannst du gut stufenlos steuern.
es dir so einrichten, dass es intensiv ist, aber nicht zu viel ist. Rechte Hüfte nach vorn runtersenken, linke nach hinten runterschieben, sodass beide Hüften parallel nach unten sinken können und das Becken erden. Bleiben aufgerichtet für den Moment und wandern mit beiden Händen nach links, linke Hand nach links vom Knie, Oberkörper über das linke Knie, mal einatmen, aufrichten, ausatmen mit ganz langem Rücken, zieh dich nach vorn und leg dich weich nach unten auf das Knie, einatmen, geschmeidig nach oben rollen, ganz geschmeidig, grazil und aufrichten, ausatmen mit langem Oberkörper, weich absenken. Einatmen, nach oben rollen, wirbelweise aufrichten in die Größe, ausatmen, mit diesem Gefühl der Größe und Länge nach vorn ablegen und noch zwei Runden. Sodass du, wenn du dann beendest, beim nächsten Mal also hier am Knie ankommst, hier unten, dich vorbereiten kannst für die Drehung, dafür den rechten Unterarm, also Ellenbogen ist ja gesagt, entweder vor das Knie, an das Knie oder links vom Knie aufsetzen, linke Hand ganz in Ruhe von oben in die rechte Hand hineinlegen, das Becken satt erden und dann dreh dich langsam nach links auf. Die obere Hand drückt in die untere, keine Angst, wenn du umkippst, der Boden ist ganz nah. Verweile dann, wenn du angekommen bist. Gib der Atmung Raum und werd weich, werd vital. Löse Spannung auf, wo du sie im Moment nicht brauchst. Dadurch gibst du der Atmung viel mehr Raum. Oh, mal tief durchatmen. Und dann löst langsam bitte wieder auf, erstmal wieder aufrichten nach oben, dann mit den Händen nach vorn wandern und ganz langsam, nochmal so in Zeitlupe, zurück zum abwärts schauenden Hund. Und nutzt Bewegungen, die hier gut sind, die dich verwöhnen. Fließen einmal noch durch den Vinyasa, einatmend mit dem Liegestütz nach vorn, ausatmend in die Bauchlage, einatmend in die Kobra, ausatmend in den abwärts schauenden Hund und dann einatmend die Knie absenken, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmend das Kinn, einmal ganz weich mit dem Einatmen auftauchen, der Katzenbuckel, der Pferderücken, ausatmend abwärts schauender Hund, einatmend wieder zurück nach unten, der Katzenbuckel, der Pferderücken, dann ausatmend zum Kind. Lass die großen Zehen zusammen, setz die Knie einfach ein Stück weit nach außen und leg dich nochmal in diesen Raum, den du hier kreierst, ganz weich und gemütlich ab. Du kannst die Hände vorn lassen, kannst sie auch als Kissen für die Stirn nehmen oder die Hände Richtung Füße bringen. Such dir deine Wohlfühlhaltung aus, in der du die nächsten Momente einfach gemütlich verweilen kannst. Einfach nur genießen. Und die Atmung über den unteren Rücken in das Becken schicken. Gut, dann beginne ich langsam aufzurichten zum Sitzen. Und bring die Füße bitte nach vorn. Dann setzt die Füße ein Stück weiter nach außen und schüttel die Beine bitte ganz locker aus. Aber schön locker durchschütteln. Und dann beginnen wir den Füßen Kreise nach vorn zu zeichnen, so ganz große Kreise. Und wenn du das wahrnimmst, diese Bewegung, dann ist hier auch ein Teil in den Hüftgelenken. Die drehen, die rotieren jetzt. Ganz groß kreisen. Auch in die andere Richtung bitte. Groß kreisen. Gut, dann nochmal die Beine locker ausschütteln. Und dann komm bitte wirklich zum Sitzen.
Es bückte sich ein Sitz mit verschränkten Schienbeinen an, also ein Schneidersitz oder Richtung halbe Lotus oder Lotussitz. Denn wir haben dafür jetzt viel getan und gemacht. Wir bleiben ein paar Momente jetzt noch im Sitzen. Richte es dir dafür gemütlich ein. Und wenn du das Gefühl hast, dass du deinen Sitz entdeckt hast, dann kannst du gerne jederzeit die Augen schließen, wenn du soweit bist. Dann nimm dich hier wahr, so wie sich dein Körper jetzt anfühlt. Und bring die ganze Aufmerksamkeit nach unten zum Becken. Lass es gerne ein bisschen satter noch nach unten sinken in die Auflagefläche, sodass es von unten gut gestützt wird. Gib einfach Gewicht mit dem Becken nach unten zur Erde. Lass es sinken, sich setzen. Und dann mal die Aufmerksamkeit in die Hüftgelenke. Die haben wir sehr schön durchbewegt. Mehr als wir das im Alltag machen. Im Alltag ist es oft nur Beugen und Strecken des Hüftgelenks. Also wenn wir gehen, wenn wir uns hinsetzen und aufstehen, wenn wir Treppen steigen, wenn wir Fahrrad fahren, wenn wir joggen, ist eigentlich immer so die gleiche Bewegungsachse, also einfach nur Beugen und Strecken. Wir haben heute viel mehr gemacht. Wir haben noch die Innen- und Außenrotation, also besonders die Außenrotation gemacht. Und alles hilft dir jetzt, um möglichst weicher und entspannter im Sitz sein zu können. Und durch dieses weite und weiche Gefühl der Hüftgelenke kann auch die Entspannung in die Beine fließen. Kann ich sich mal so richtig weich und entspannt ablegen und ein bisschen schwerer werden. Nimm deine Atmung wahr. Sie schenkt dir eine innere Lebendigkeit, denn dein gesamter Körper schwingt mit der Atmung mit. Lass sie mit dem Ausatmen nach unten fließen, in den Beckenraum und darüber hinaus in die Hüftgelenke und in die Beine, sodass du mit dem Ausatmen einfach Spannung abgibst, dich gut erdest nach unten, dich gut verwurzelst. Und mit dem Einatmen kann die Luft nach oben fließen, diese Einatemluft in den Brustkorb, der leichter wird und zwischen den Schultern nach oben schwebt, der dir eine innere Aufrichtung und Größe schenkt, aus dieser verwurzelten Basis des Beckens heraus. Ausatmen fließt dorthin auch wieder die Energie nach unten. Also einatmend, den Brustkorb innerlich leicht machen, zwischen den Schultern nach oben schweben lassen, um dich aufzurichten, ausatmend nach unten in das Becken, über die Hüftgelenke, in die Beine, entspannen. Auch wenn wir jetzt äußerlich ruhig sind, ist es doch im Inneren lebendig. Da ist das Leben. Die Atmung durchströmt deinen Leib, er wird geatmet und schwingt sanft mit. Das Herz pulsiert im Takt des Lebens. Alle Organe arbeiten, alle Zellen, diese Abermilliarden von Milliarden Zellen funktionieren. Und da bist du in dieser Pracht des Lebens äußerlich recht ruhig und gelassen. Noch einen Moment einer Ruhe, einfach einer inneren Ruhe des Geistes. Kreier für dich einen Ort der Stille.
bring die Hände bitte vor dem Raum des Herzens zueinander und lass uns am Ende dieser Stunde etwas mitnehmen für den Alltag. Vielleicht dieses Gefühl, mal diese Lebendigkeit, die dir mit der Yoga-Praxis schenkst, in den Alltag zu tragen, dort nicht fest zu werden unter Anstrengung, sondern immer so alle Optionen dir zu bewahren, auch nicht fest zu werden in der Erfahrung des Körpers, sondern immer wieder geschmeidig zu werden, lebendig und frei zu sein. Auch für die Atmung, dass sie auch immer wieder frei sein. Genieß Momente des Durchatmens. Und auch Momente, die den Geist zentrieren, um aufzutanken und ihn zu nähren. So lass uns mit einem lebendigeren, freieren Gefühl zurück in den Alltag schreiten. Atme beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn du einatmest, dann bring die Arme über die Seite zu einem Bogen, über die Seite nach oben, über den Kopf. Wenn du ausatmest, bring die Hände zueinander, dann vor die Stirn senken, vor den Mund, vor das Herz. Nochmal, einatmend die Arme ausbreiten, mit einem großen Bogen über die Seite nach oben aufrichten. Ausatmend die Hände zum Herz zurückführen. Wenn du hier ankommst und es magst, dann genieß ein Verneigen vor dir und für dich selbst mit einem Danke für die Erfahrung, die du dir schenktest und die Zeit, die du für dich fandest. Und wenn du dich aufrichtest, dann können die Augen sich wieder öffnen. Dann danke ich dir für die Zeit, die du mir schenktest und das Vertrauen, das du mir gabst. Ich wünsche dir alles Gute, einen lebendigen, schönen Weg durch die Tage hindurch und freue mich auf das Wiedersehen. Herzlichen Dank. Bis bald. Namaste.